Acum este o poveste despre satul 10 Brăjin. O istorie a satului 10 Brăjin. 10 Brăjin. Hier bin ich geboren und ich denke, hier werde ich auch sterben. Warum sollte ich auch woanders leben? Hier kenne ich alle Menschen, seitdem ich denken kann. 300 Leute sind wir hier. 40 Familien, alles Zigeuner vom Stamme der Ursari. Na, die Zeiten haben sich geändert, schon lange gibt es keine Bärenführer mehr. Unser Dorf liegt in der Moldova, genau zwischen den Städten Jasch und Roman. 2 Kilometer entfernt befindet sich das Dorf Dagica, zu dem wir offiziell gehören. Vor 100 Jahren noch lag unser Dorf an einer anderen Stelle, hoch oben auf dem Hügel. Meine Großeltern waren noch Leibeigene beim Bojaren von Dagica. Das tägliche Leben war schwer. Um Holz und Wasser zu bekommen, musste man weite Wege ins Tal zurücklegen. Und dann der Weg ins Dorf, zur Arbeit, beim Bojaren. Vor allem im Winter war es schwer, sehr schwer. Und eines Tages bat unser Dorfältester den Bojaren, unserem Stamm einen Platz im Tal zu geben. Dort, wo heute unser Dorf liegt. Und der Bojar war ein guter Mensch. War er wirklich. Er wies dem Dorfältesten an, unsere Zelte eben auf diesem Fleck aufzuschlagen und gab uns 10 Vrajin Platz. Damals rechneten wir mit dieser Maßeinheit und so ist der Name geblieben. 10 Vrajin. Wir sind hier alle einfache Menschen. Die Leibeigenschaft wurde abgeschafft. Wir kümmern uns um unsere kleinen Äcker. Unter Ceausescu hatten die Männer alle Arbeit in den Fabriken der umliegenden Städte. Und wir haben schon immer Musik gemacht. Blasmusik, das ist das Liebste, was wir tun. Fast alle Männer lernen schon als Kind, eine Trompete, Klarinette oder Basstuba zu spielen. Und die Menschen hier, die Rumänen, lieben Blasmusik. Ora, Sirba oder Batuta. Alles mit Blasorchester. Wir verdienten ein schönes Geld damit. Wir wurden auf alle Hochzeiten in den Nachbardörfern gerufen, auf Taufen oder andere Feste. Immer nur Blasmusik. Blasinstrumente wurden im Zuge der osmanischen Besetzung des Balkans und Rumäniens in unser Land eingeführt. Riesige Orchester zogen mit Schalmeien und Posaunen dem Heer voran, um dem Gegner mit lauter Musik Angst und Schrecken einzujagen. Die Fanfarenbesetzung aber, wie wir sie heute noch nutzen, ist auf die Minderheiten der Österreicher und Deutschen in unserem Land zurückzuführen. Ende des 19. Jahrhunderts war Blasmusik eine große Mode in diesen Ländern. Und natürlich wollten auch die Rumänen hier diese Musik hören und das war unsere Chance. Unsere Vorväter haben in der Vergangenheit hier in der Moldova fast ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Harte Arbeit, die kräftige, derbe Hände erfordert. Man hatte kaum eine Chance, nebenher als Musiker aktiv zu sein. Wie sollte man mit diesen Händen auch Violine, Kontrabass oder Akkordeon spielen können? Aber Blasinstrumente. Das war was anderes. Hier sind die Lungen gefragt, die Größe der Finger. Die Narben an den Händen spielen keine Rolle mehr. Luft und Ausdauer musste man haben und natürlich das Gefühl für Musik. Ich wurde 1940 geboren. Mit 14 Jahren hat mein Vater begonnen, mich auf Hochzeiten mitzunehmen. Mich und meine Klarinette. Mein Vater hatte seine eigene Truppe, alles gute Musiker. Er hatte immer ein Engagement, in irgendeinem Dorf, auf irgendeiner Hochzeit. Dort habe ich spielen gelernt. Hochzeit für Hochzeit, Taufe für Taufe. Meine ganzen Erfahrungen habe ich von den Hochzeiten. Später zog ich dann selber los, mit Freunden. Die Rumänen schätzten mich und gaben mir viele Engagements. Dann, so in den 60ern, da war was los. Wir konnten uns vor Hochzeiten nicht mehr retten. Die Leute wollten immer nur unsere Musik aus 10 Brăjin. Ich weiß auch nicht. Sie liebten es, wie wir spielten. Die Schnelligkeit, die Kraft. Ich weiß auch nicht, was es wirklich war. Die Rumänen, die Orthodoxen, riefen uns sonntags. Die Katholiken, die Ungarn, riefen uns mittwochs und donnerstags. Die machen ihre Feiern immer in der Woche, so wie wir, die Zigeuner. Es war zu viel für uns. Manchmal schickten wir unsere Frauen vor die Tür, wenn jemand nach uns fragte. Und sie sagten dann, wir wären nicht zu Hause, nur damit wir mal schlafen konnten. Ja, so waren die Zeiten damals. Gute Zeiten, goldene Zeiten. Schön,